Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veto. Heute geht es um das Thema Rente mit 70. Klassischerweise gehen wir in Deutschland mit 65 in Rente. Seit 2012 wird dieses reguläre Renteneintrittsalter schrittweise erhöht, bis auf 67. Ungefähr jedes Jahr um einen Monat. Mein Jahrgang 1958 wird im nächsten Jahr, also 2024, mit 66 in Rente gehen können. Es gibt eine ganze Reihe von Experten, unter anderem die Deutsche Bundesbank, die sagt, wir müssen danach das Renteneintrittsalter weiter erhöhen. Auf 69, vielleicht sogar auf 70. Begründung ist, im Moment gehen die geburtenschwachen Jahrgänge in Rente. Das heißt, es gibt immer weniger Beitragszahler und immer mehr Rentenempfänger. Oder anders ausgedrückt, die Rentenzahler müssen immer mehr in Rentenempfänger finanzieren. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das zweite Argument ist, wir tun etwas gegen den Fachkräftemangel. Menschen auch mit Ende 60 können noch gut gebraucht werden. Auf der anderen Seite gibt es andere, die das ablehnen, zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund. Der führt unter anderem das Argument an, bereits heute ist es so, dass viele Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen das derzeitige Renteneintrittsalter auch schon gar nicht erreichen. Wieso dann noch eine Verlängerung? Wahrscheinlich muss man zwischen den verschiedenen Berufen differenzieren. Da ist auf einmal der berühmte Fliesenleger, der jahrelang oder jahrzehntelang auf den Knien arbeiten muss oder sonst hart arbeitet, der wird es offenbar nur schwer schaffen, jenseits der 60 noch viel zu arbeiten. Oder die Pflegefachkraft, die schwere Menschen schleppen soll. Auf der anderen Seite gibt es Berufe am Schreibtisch, die vielleicht durchaus länger arbeiten können. Tatsache ist, dass in Deutschland immer mehr über 65-Jährige arbeiten. 2012 waren es etwa 11%, 2022 bereits 19%, also innerhalb von 10 Jahren fast eine Verdoppelung. Wir werden diese grundsätzliche Frage heute nicht klären können, dafür ist Veto vielleicht auch gar nicht da, aber wir wollen mal einem konkreten Beispiel schauen, wie das so ist, wenn man jenseits der 70 noch arbeitet. Mein heutiger Gast ist fast 80 Jahre alt und arbeitet immer noch sehr viel. Er arbeitet so viel, dass es gar nicht so einfach war, einen Termin für die heutige Sendung mit ihm abzumachen. Und er ist der erste Talkshow-Gast bei mir, der keinen E-Mail-Anschluss hat. Willkommen, Jens-Uwe Gese. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, meine erste Frage wäre, beschreiben Sie einmal, was machen Sie denn mit Ihren fast 80 Jahren? Ja, wo fange ich jetzt an? Also rein vom Beruflichen her, internationale Wirtschaftsberatung, betreue ich in Anführungsstrichen immer noch mehrere hundert Mandanten, die alle mit mir zusammen alt geworden sind. Aber natürlich gibt es ganz normale finanzielle Probleme in allen Familien. Ob das Sterbefälle sind und die Erbschaftssteuer und oh Gott, oder Erbenstreit. Oder ob es die viel zu hohen Krankenversicherungsbeiträge für die Rentner sind. Und wie kann ich da raus? Was kann ich da machen? Kann ich das ändern? Oder noch viel schlimmer sind die Scheidungen mit all den Folgen, die da dranhängen. Rückabwicklung, nicht? Ich habe eine alte Lebensversicherung, ich habe einen Riester-Vertrag, ich habe einen Rürup-Vertrag, ich habe eine betriebliche Altersversorgung. Wie wird das verteilt, ausgerechnet? Muss ich zum Anwalt, ja oder nein? Muss ich zum Steuerberater, ja oder nein? Muss ich zum Notar, ja oder nein? All das kann man natürlich gut vorbereiten, damit die nicht völlig blind und unvorbereitet in endlose Sitzungen laufen mit viel Geld. Und insofern arbeite ich also Steuerberatern zu, Anwälten zu, Notaren zu und bereite das alles so wasserdicht vor von A bis Z, dass es eigentlich gar keinen Streit gibt. Wir haben eine ganze Menge Vorteile herausgearbeitet, wenn Leute länger arbeiten. Für sich selber, sie sind fitter, sie bauen nicht ab, sie haben nebenbei auch noch ein bisschen mehr Geld. Die Gesellschaft hat auch was davon, weil wir, Stichwort Fachkräftemangel im weitesten Sinne. Ja. Umgekehrt haben wir auch gesagt, es gibt auch Berufe, die man schwer, körperlich anstrengende Berufe, die man schwer ausüben kann. Das ist natürlich was anderes. Und was wir bisher nicht besprochen haben, was ich einfach jetzt mal so sage, es gibt auch immer noch finanzielle Hemmnisse. Also seit diesem und letzten Jahr ist dieses Gesetz, die Gesetzgebung geändert. Man kann jetzt neben einer Rente fast beliebig nebenher verdienen. Ja. Früher gab es ja Grenzen, das gibt es nicht mehr. Ja. Aber die Abgabenbelastung ist immer noch groß. Sie müssen nämlich auf ihre Rentesteuern zahlen und auch auf ihre sonstigen Einkünfte. Richtig. Deshalb meine Frage, was empfehlen Sie uns allen oder auch der Politik,
Was sollte man ändern, dass mehr Menschen, sofern sie es körperlich können, länger arbeiten als bis 65 oder bis 67? Ja, also ein ganz großes Thema zum Thema Arbeitskräftemangel ist natürlich einmal das Fachwissen all dieser Angestellten, dieser Selbstständigen, der Freiberufler, auch der Arbeiter, der Techniker, der Handwerker möglichst lange zu erhalten, sich nützlich zu machen, sich Geld zu verdienen. Und gerade dort, wo noch Geld verdient wird, also ich verzichte ja nun auf Honorare, und da gibt es bestimmt ideale Möglichkeiten, zum Beispiel bei den Hausbesitzern, jetzt das Thema mit dem Heizungsgesetz. Das macht doch irrsinnig vielen Leuten Probleme. Soll ich mein ganzes Haus dämmen von außen oder von innen oder beides? Soll ich ein Solardach nehmen oder soll ich mit Biosolar arbeiten? Also Biosolar produziert Strom auch bei Schatten übrigens. Und was ist mit den Balkonkraftwerken? Ein Freund von mir hat sich jetzt ein Windrad in den Garten gestellt und behauptet, zusammen mit seinem Balkonkraftwerk jetzt den gesamten Strombedarf seines Einfamilienhauses damit zu decken. Was ich jetzt nicht weiß, was ich aber mir gut vorstellen kann, ist auch immer wieder nur eine Rechenaufgabe. Und also von daher ist... Was sollte der Staat oder die Gesellschaft oder die Politik tun? Anreize schaffen. Dass man länger arbeitet. Also dass man den Hinzuverdienst eben nicht deckelt. Der ist nicht mehr gedeckelt seit gut einem Jahr. Dass man, ja, okay, weil das verdiente Geld dort, wo es hinzuverdient wird bei den Senioren, wird es auch wieder ausgegeben. Das verursacht natürlich dann, ob sie beim Konsum sind, Sicherung der Arbeitsplätze, in welcher Weise auch immer, und Kauf von Garage, Carport, Dämmung, neue Heizung. Was wird da an Lohnsteuer, an Einkommensteuer, an Mehrwertsteuer wieder reinkommen? Also es ist doch eine Rechenaufgabe, auch für Herrn Lindner, mal mehr Anreize zu schaffen als heute, wesentlich mehr Anreize zu schaffen, weil das, was er da verliert, bekommt er hinterher wieder herein. Hat aber noch kein Mensch auf Helle und Pfennig ausgerechnet, was zum Beispiel bei einem Neubau eines Hauses, wenn ich es stärker fördern würde, okay, es gibt KfW-Mittel mit 1% Zins, aber eben leider auch gedeckelt. Das bedeutet, die Restfinanzierung ist immer noch teuer. Es ist nicht genügend Anreiz, um jemanden, der also mit seiner jungen Frau gemeinsam verdient, so weit zu interessieren, dass er sagt, ja, jetzt machen wir eine Wohnung frei. Ne? Wir ziehen mal von der Munzburg jetzt mal Richtung Glinde oder Richtung Stapelfeld oder Ahrensburg. Wir haben bundesweit Zuschauer, also sind alles Orte in Hamburg. Glinde ist im Speckgürtel für Hamburg, die Munzburg ist fast in der Innenstadt so ungefähr, nur zur Erläuterung. Also Wohnung frei machen bedeutet also einen riesen Vorteil bei dieser Wohnungsnot. Aber die Anreize reichen hinten und vorne nicht. Und was ich bemängel ist, und deswegen plane ich Herrn Lindner anzuschreiben, der Brief ist schon in Klatte fertig, was ich bemängel ist die fehlende Berechnung. Wenn er höhere Anreize geben würde, zum Beispiel KfW-Darlehen 1%, weit höher, wie hoch kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe es noch nicht durchgecheckt, aber im Grunde könnte man sogar sagen, bau doch dein Haus mit 1%. Die KfW-Mittel, was er da nicht an Zins bekommt, bekommt er hinterher an Steuern nach meiner Meinung mehr als 100% wieder rein. Fragezeichen, Fragezeichen. Aber man hört nichts davon, man liest nichts davon. Überschrift, Anreize schaffen, Anreize schaffen, Anreize schaffen. Für den Selbstständigen, für den Handwerker, für den Arbeitgeber, die Fachkräfte zu halten, mit all ihrem Fachwissen nicht in Rente gehen zu lassen. Da haben Sie die Kurve noch geschafft, denn das KfW-Mittel haben direkt mit Alter ja noch nicht so viel zu tun. Ich will noch mal ganz zum Schluss noch mal Sie mit einer These konfrontieren und fragen, ob Sie die teilen. Man teilt ja oft das Leben ein in die drei Abschnitte des Lebens. Der erste Abschnitt ist der, wo man lernt, also Schule, Berufsausbildung, Studium und so weiter, bis 25, manche bis 30. Dann kommt der zweite Abschnitt, der
Arbeitsprozess von 25.30 Uhr, wie auch immer, bis 65. Und der dritte Abschnitt ist der danach. Senioren, ja. Und da gibt es jetzt den Spruch, im ersten und vor allem im zweiten Lebensabschnitt wird bereits festgelegt, wie es einem im dritten geht. Oder anders ausgedrückt, um ein bisschen konkreter zu machen, wenn ich im Alter aktiv sein will, beruflich, also nicht beruflich, muss ich das Leben über schon daran gewöhnt sein, ja. Nicht nur das Nötigste zu tun, meine 38,5-Stunden-Woche, wie auch immer. Sehen Sie es auch so? Muss man, wenn man mit 65 erst alles einfällt, oh, jetzt habe ich bisher immer nur gearbeitet, jetzt fällt mir nicht mehr richtig was ein. Ist diese These richtig? Die erste und zweite Lebensabschnitt bereitet auf den dritten vor? Ja, ich würde sagen, die Vorbereitung in der Lebensmitte kann ja nur sein bei den Angestellten, dass er wahrscheinlich, wenn es nicht eine Kleinstfirma ist, auch Kollegen hat, die dann kurz vor ihm in Rente gehen oder kurz nach ihm in Rente gehen. Und auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht, was meine eigene Zukunft in Anführungsstrichen, wissen wir jetzt nicht, ob das noch ein Jahr geht oder 10, betrifft. Und da ist meine Überlegung, sich zusammenzutun mit diesen Kollegen, mit diesem Fachwissen, weil es gibt ja außer der Weiterbeschäftigung beim alten Arbeitgeber auch die Möglichkeit, sich mit anderen, mit gutem Fachwissen ausgestatteten Kollegen, sich auch selbstständig zu machen. Und da spreche ich in Kürze mit den Mannschaftskameraden meiner Hockeymannschaft drüber. Die sind in der Regel zwischen Mitte 50 und Mitte 60. Also nicht ganz junges Gemüse. So, ja, kann man sagen. Ja, junges Gemüse von wenigen Ausreichern. Es gibt also ein, zwei Leute, die knapp da drunter sind und auch mal einer, der knapp da drüber ist. Und denen habe ich schon angedroht, dass sie eben nicht in Rente gehen. Sie können bei ihrer Firma in Rente gehen, aber hinterher dann bei mir anfangen sozusagen. Also Fachwissen nutzen. Fachwissen, ich möchte gerne mein Fachwissen weitergeben. Und diese jungen Leute fragen, ob sie nicht Interesse haben, mit ihrem eigenen Fachwissen und meinem Fachwissen möglicherweise vielleicht mal eine Firma zu gründen und mal vielleicht etwas zu bewegen. Und da bin ich dann allerdings auch, jetzt muss ich die Katze aus dem Sack lassen, ich werde diesen Monat Oktober die ersten 4 Patente anmelden. Und beim Patentamt in München. Und das Patentamt sagt mir, ich müsste mindestens 6 Monate warten, bis ich die Bestätigung hätte, weil es muss ja alles recherchiert werden. Nicht? Gibt's das schon oder gibt's das nicht? Und gibt's das in Deutschland oder in Europa oder in Übersee und so weiter und so fort? Aber es könnte auch 9 Monate dauern. Und wenn ich aber diese Patente in der Hand halte, dann würde ich gerne wieder zu Ihnen kommen und mal gucken, was Sie dazu sagen. Und was mein eigenes Fachwissen betrifft, da habe ich mein Buchprojekt mehrfach verschieben müssen. Einmal durch den überraschenden Tod meiner Frau, dann durch Corona, dann mit Inflation, dann mit Krieg. Oh Gott, was machen die Börsen? Was passiert überhaupt? Warte man noch lieber ab? Vielleicht bahnt sich da was Fürchterliches an. Und also diese Geschichte wird natürlich spannend, was die jungen Leute betrifft, Anreize zu schaffen, deren Fachwissen, meine Patente, mein Buchprojekt. Habt ihr Zeit? Habt ihr Lust? Oder wollt ihr zu Hause auf dem Sofa vergammeln? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Hockeymannschaft sagt, gute Idee. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.